Mein Name ist Nathalie Schmidt von Energielebensberatung. Dein Kanal für Gesundheit, mehr Energie und seelische Themen. Wusstest du, dass du etwa ein Drittel deines Lebens im Schlaf verbringst? Daran sieht man schon, wie wichtig der Schlaf für unsere Gesundheit ist. Nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unser geistiges und seelisches Wohlbefinden. Heute wollen wir uns speziell den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Schlaf widmen, in diesem Video. Sei gespannt, was alles kommt. Schlaf ist ein komplexer biologischer Prozess, der aus verschiedenen Phasen besteht. In Non-REM-Schlaf durchlaufen wir drei Stadien, die vom leichten Schlaf bis zum tiefen, erholsamen Schlaf reichen. Danach folgt der REM-Schlaf, in dem unsere Träume stattfinden und unser Gehirn besonders aktiv ist. Alle Phasen sind wichtig für die körperliche und geistige Erholung. Aber was passiert, wenn du nicht genügend Schlaf bekommst? Die Forschungen haben gezeigt, dass erstens mal unser Immunsystem in den Keller gedrückt wird. Das heißt, du bist anfälliger für Erkrankungen und Infekte. Auch zahlreiche chronische Erkrankungen können dann auftreten. Sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus und auch Übergewicht. Aber auch neurologische Erkrankungen wie Morbus Alzheimer wird gefördert, wenn man einen chronischen Schlafmangel hat. Deswegen ist es wichtig, dass man darauf achtet, immer genügend Schlaf zu bekommen. Und auch dein seelisches Gleichgewicht kann in Unordnung geraten. Wenn man chronisch schlecht schläft, bekommt man leichter Depressionen oder auch Angststörungen. Auch unser Hormonspiegel gerät durcheinander. Denn wenn wir schlecht schlafen, dann steigt der Cortisolspiegel an und das ist unser Stresshormon. Das heißt, wir sind noch mehr unausgeglichen und das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Deswegen ist ein gesunder Schlaf ganz, ganz wichtig für deine Gesundheit. Neue wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass schlechter Schlaf nicht nur unsere Stimmung und Energie beeinflusst, sondern auch langfristige Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann. Forschungen am Max-Planck-Institut zeigen, dass Menschen, die regelmäßig weniger als 6 Stunden pro Nacht schlafen, ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus haben. Eine gute Schlafhygiene ist ganz wichtig für deine Gesundheit. Deswegen habe ich jetzt ein paar Tipps für dich, wie du zu besserem Schlaf kommst. Schau, dass du immer zur selben Zeit ins Bett gehst und wieder aufstehst. Auch am Wochenende und im Urlaub möglichst. Denn dein Körper gewöhnt sich dann an dieselben Zeiten und kann besser abschalten und auch wieder frisch und fit werden. Dann ist es ganz wichtig, dass du im Schlafzimmer möglichst kein Licht hast. Auch kein kleines Licht. Denn jedes Licht sorgt dafür, dass dein Körper meint, dass es tags ist und dass du nicht so gut schlafen kannst. Also eine dunkle Umgebung beim Schlaf ist ganz wichtig und auch eine angenehme Umgebung, auch von der Körpertemperatur, so dass es nicht zu warm ist im Schlafzimmer, aber auch nicht zu kalt. Dann ist es noch sehr wichtig, dass du möglichst abends vorm Schlafengehen natürlich keine Filme im Fernsehen anschaust, die sehr aufreibend, sehr adrenalinfördernd sind, wie zum Beispiel irgendein Horrorfilm. Und auch die Bildschirmzeit, die solltest du an deinem Smartphone oder am Laptop ebenfalls reduzieren, direkt vorm Schlafen. Auch Sport ist nicht förderlich. Also mach lieber vorm Schlafengehen irgendwas Ruhiges, geh ein bisschen spazieren, leg dich in die Badewanne entspannt und genieße ein heißes Bad oder lese ein paar Zeilen in einem Buch, was natürlich nicht zu aufregend sein soll. Dann, bin ich mir sicher, wirst du einen gesunden und guten Schlaf bekommen. Und vergiss nicht, eine entspannende Abendroutine kann wahre Wunder wirken, um deinen Körper und Geist auf den Schlaf vorzubereiten. Nimm dir bewusst Zeit,
um zur Ruhe zu kommen. Ob das Lesen eines guten Buches ist, das dich gedanklich aus dem Alltag entführt, oder eine Tasse beruhigenden Kräutertee, der deinen Körper sanft auf Entspannung einstimmt. Es geht darum, einen festen, beruhigenden Übergang vom Wachzustand zur Ruhe zu schaffen. Das gibt deinem Körper das Signal, dass es Zeit ist, abzuschalten und loszulassen. Schon kleine Rituale wie das Dimmen des Lichts oder ein kurzer Spaziergang am Abend können helfen, die Gedanken zur Ruhe zu bringen und anschließend besser einzuschlafen. Schlaf ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wie du mit ein paar kleinen Änderungen deine Schlafhygiene verbessern kannst, hast du jetzt von mir erfahren. Und du wirst sehen, wenn du diese Tipps befolgst und vielleicht noch ein paar andere, dann wirst du viel mehr Energie haben, du wirst dich leistungsfähiger fühlen, du wirst einfach mehr Wohlbefinden haben und deine Lebensqualität deutlich verbessern. Denn Schlaf ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch bitte einen Kommentar ab, folge uns oder gib uns ein Like ab und abonniere unseren YouTube-Kanal, damit du alle spannenden Themen immer von Anfang an mitbekommst, wenn es neue Videos gibt zum Thema von Gesundheit und auch vom Thema mehr Energie und seelische Themen, sodass du an dir arbeiten kannst mit mir gemeinsam und wir deine Gesundheit und deine Lebensqualität deutlich verbessern können. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal.